Hi, ich bin Luise und bin heute für das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Hamburg unterwegs. Ich darf Ehrenamtliche aus ganz Deutschland kennenlernen, um mehr über ihr Engagement zu erfahren. Gemeinsam wollen wir mit diesem Projekt das Ehrenamt im Bevölkerungsschutz stärken und dir zeigen, dass sich jeder und jede mit seinen und ihren Fähigkeiten einbringen kann. Denn egal, was du kannst helfen. Jetzt spreche ich mit Petra Bruns von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. Wo bist du aktuell ehrenamtlich tätig? Ich bin bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft Hamburg-Wandsbek. Ansonsten mache ich eben Schwimmausbildung, Wasserrettungsdienst und ich bin der Schatzmeister vom DLRG Wandsbek. Ja, und ich gewöhne die Kinder ans Wasser und bringe denen eben spielerisch, sag ich mal, mit Tauchspielen und mit im Wasser rumlaufen, das Schwimmen bei. Also die Anfänge, wie gehen die Arme zu bewegen, wie gehen die Beine zu bewegen. Wie können wir uns deinen Alltag vorstellen beim DLRG? Wie sieht das aus? Welche Charaktereigenschaften helfen dir dabei, vor allem den Kindern das Schwimmen beizubringen? Also es muss einem Spaß bringen, mit Kindern zu arbeiten. Man muss auch eben die dementsprechende Geduld und auch das Verständnis mitbringen. Also so, dass wenn die Kinder sagen, nee, das ist mir zu tief, das will ich jetzt nicht, dann muss man auch ein bisschen mal mit denen Zeit verbringen, dass man sagt, okay, pass auf, ich halte dich jetzt fest und wir gehen mal ein Stückchen tiefer und jetzt brauchst du auch noch gar nichts machen, ich ziehe dich nur durchs Wasser. Ich meine, das üben wir auch. Also die Kinder werden erst an Brettern gezogen, sage ich mal, zum Anfang. Sie sitzen auf einer Stufe, dann werden sie immer von den Ausbildern ins Wasser gezogen, müssen sich ganz lang machen, strecken, also schweben im Wasser. So, und das wird immer weniger. Also dann ist der Ausbilder irgendwann nicht mehr dabei, dann müssen die Kinder sich alleine abstoßen und müssen versuchen, durchs ganze Becken zu schweben. Wie bist du dazu gekommen? Was war dein... Na, durch meine Kinder. Meine Kinder mussten schwimmen lernen oder sollten schwimmen lernen, weil wir gehen eben auch oft eben ans Meer und mir ist es eben wichtig und ich finde das auch sehr wichtig, dass jedes Kind so einigermaßen sich über Wasser halten kann, weil es kann immer zu irgendwelchen Situationen kommen, dass die irgendwo ins Wasser fallen oder wie auch immer und dann eben dadurch ertrinken. Ne? Und es gibt einfach viel zu viele, die eben noch ertrinken, ne? Und das sollte man eben, könnte man vermeiden, sag ich mal. Ne? Ja, und dadurch, dass ich immer vor der Tür gesessen habe, meinte denn irgendjemand, kannst ja mal mit reinkommen, kannst uns ja helfen. Und dann habe ich gesagt, ich kann sowas nicht. Naja, und dann habe ich erst nur ein bisschen zugeguckt und so, ja, und dann habe ich nachher die Ausbildungsscheine gemacht, dann habe ich Sanitäterscheine gemacht und Rettungsschwimmer, na klar, muss man dann auch machen. Wie kam es dazu, dass du helfen wolltest? War das schon immer bei dir ein Thema, helfen? Ja, also ich finde, helfen, sag ich mal, ist so, dass... Also eigentlich ist das eine Selbstverständlichkeit, dass jeder irgendwie helfen kann, so in seinem Budget was. Also ich denke, jeder kann es irgendwie, weil irgendwo hat jeder irgendwelche Qualitäten, die er ausüben kann oder wie auch immer. Und man kann sich auch immer noch, egal welches Alter auch, ne? Also man kann nicht sagen, okay, du musst jetzt angefangen haben mit 20. Also ich bin ja auch nicht zum DLRG gekommen mit 20. Da hatte ich ja auch noch andere Interessen, sage ich mal. Ne? Und, aber ich denke schon, also ja, ich tue so eigentlich viele Sachen für andere Menschen, sag ich mal. Und das bringt mir auch Spaß und mich freut es auch, wenn die Kinder dann von der Nichtschwimmergruppe dann ins tiefe Wasser kommen, wie stolz sie dann laufen und dann kommen sie auch, ja, und ich darf jetzt da und da und ich darf das und so, ja, ist doch toll und, ne, und das finde ich eigentlich schön, ne, also dass das eben so mitzukommt. Ne.